Hallo zum nächsten Inkscape Screencast. Was wir heute machen wollen, ist eigentlich was ganz Einfaches. Eher was so für zwischendurch oder mal mit den Kindern. Und zwar wollen wir hier den fetten Tux zeichnen. Wer das Ganze nochmal nachlesen will, findet das hier in meinem Blog. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Als erstes, ich fange immer an mit dem Gesicht, also mit den Augen, zeichnen wir uns ein Oval. Die Größe ist eigentlich irrelevant, das Ganze passen wir uns nachher an, wie wir das brauchen. Das drehen wir ein kleines Stück, machen davon ein Duplikat mit STRG D, drehen das horizontal um. Verschieben das in die entsprechende Position mit den Cursor-Tasten. Dann können wir sie beide markieren und geben denen eine leicht blaugraue Farbe. Ja, das passt vielleicht. Ja. So, wenn wir das getan haben, geben wir dem eine Füllung, und zwar einen radialen Farbverlauf, den wir gleich bearbeiten. Und zwar schieben wir das auf sichtbar, weil haben wir gesagt, und den inneren auf weiß. Dasselbe machen wir hier. Hier wählen wir uns aber gleich den entsprechenden Gradient. What's that? Dann gehen wir ein klein wenig näher. Ups. So. Zeichnen uns auf die Augengrundform einen weiteren Kreis. So, den geben wir gleich eine schwarze Füllung. Gehen wir ein bisschen näher ran. Positionieren das entsprechend. Machen davon ein Duplikat. Und setzen das auf die andere Seite. Dann zeichnen wir uns einen weiteren Kreis. Den geben wir eine weiße Füllung. Geben wir einfach ein Blur, so dass er völlig verlaufen ist, machen davon ein Duplikat, setzen das auf das andere Auge und schon hätten wir unser Augenpärchen eigentlich fertig. Das Ganze können wir kopieren. Jetzt malen wir uns seitwärts eine Ellipse, da geben wir auch gleich eine orange Füllung, setzen wir so hier ran. Und dann passen wir sie uns an. So, dann brauchen wir eine Bezierkurve. Wie ihr habt, einfach erstmal einzeichnen. Dann setzen wir uns die rüber und passen die entsprechend an. Das ist also nicht das Problem.
Im Anschluss wandeln wir die über Pfad, Kontur in Pfad umwandeln in den Pfad um. Jetzt gehen wir noch ein Stück näher ran und jetzt versetzen wir die entsprechenden Knoten, die wir jetzt haben, so dass das hier mit unserem Schnabel passt. Geben dann hier in der Mitte einen weiteren Knoten, den wir ein kleines bisschen nach oben setzen. So. Damit hätten wir unseren Schnabel fertig. Jetzt malen wir die Grundform. Da malen wir uns erstmal auch eine Ellipse. Die färben wir auch gleich schwarz. Versetzen die mit der Pfeil nach Bild nach unten, Taste ganz nach unten. So. Und jetzt müssen wir die Ellipse dementsprechend anpassen, dass das uns passt. Ja, so. Dann brauchen wir eine weitere Ellipse. Schön lang gezogen. Die drehen wir ein kleines Stück. Nach links oder rechts, ist egal. Machen davon ein Duplikat. Spiegeln das. Und setzen einmal eins hier hin. Einmal eins dahin. Können wir nochmal kontrollieren, ob wir auf der gleichen Höhe sitzen. Zack. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Ellipse. Die färben wir gleich erstmal weiß, das muss ich sehen. Die muss ein klein wenig größer werden. Dann setzen wir auch die mit der Bild-Unten-Taste, mit Bild-Ab-Taste nach unten. Geben der auch so eine kreisförmige Farbverlaufsfüllung. Nehmen wir auch wieder den, den wir schon mal hatten. Kleinen Gimmick, Bauchnabel noch dazu, einfach einen Kreis zeichnen, schwarz färben und hier einfach ein bisschen die Sichtbarkeit nehmen. Was wir jetzt noch brauchen, sind Füße. Die Füße sind auch einfach ein solches Oval, den wir einfach ein paar Kreise ransetzen. Wenn wir das so haben, können wir es vereinigen mit Steuerung Plus oder Pfad Vereinigung. Jetzt machen wir noch eins. Wir löschen einfach hier die Knoten und haben dann so einen Fuß, den drehen wir jetzt ein kleines Stück, so, machen davon ein Duplikat, spiegeln das wieder horizontal, setzen das so hin. Jetzt passen wir sie bloß noch in der Größe an.
Ja. So, was wir brauchen, ist einen kleinen Schatten. Zeichnen wir wieder ein Oval dafür. Geben dem eine schwarze Füllung. Und schon einfach mal ein Blur. Setzen das mit der Ende-Taste ganz nach unten. Setzen das unter unseren entsprechenden Tux. Gucken, passt es so in etwa. Können wir ruhig ein bisschen so und ein klein wenig nach oben setzen. Was noch fehlt, sind unsere drei Haare. Das sind einfache Freihandlinien. So, die machen wir über die Linienstärke ein klein wenig stärker. Noch nicht ganz in der Dimension. Ist aber kein Problem. Skalieren wir einfach ein bisschen. Ja, und das war unser ruckzuck schneller Pinguin. Schauen wir halt mal, was wir als nächstes machen. Wer das Ganze nochmal nachlesen will, wie gesagt, bei mir im Blog. Und dann bis zum nächsten Mal.